Hi! Hello! Ich bin Melina von Reading Book Channel. Und ich bin der Lukas von Mondneffler. Zusammen haben wir überlegt, was wir für Halloween ein cooles Special machen könnten. Und da lag ja auf der Hand, dass wir irgendetwas mit Geistern machen sollten. Das Gute ist, dass Hogwarts so einige Geister zu bieten hat. Aber kennt ihr die Lebensgeschichte der Geister überhaupt? Da haben wir Miss Summer, eine Fanfiction-Autorin, gefragt, ob sie uns helfen könnte. Sie hat für uns einige Geistergeschichten geschrieben, die wir jetzt über den Oktobermonat hinweg veröffentlichen werden. Jeden Sonntag und an Halloween kommen ab jetzt also Hogwarts Geistergeschichten. Die meisten sind düster und traurig. Ja, das ist doch super, passend zur Jahreszeit. Wichtig zu erwähnen wäre vermutlich, dass diese Geschichten wechselnd auf unseren Kanälen erscheinen. Richtig, also heute du, nächste Woche ich. Den jeweiligen anderen Kanal findet ihr immer in der Infobox verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Tschö. Der blutige Baron. Vor 1000 Jahren in alter Zeit, als ich noch jung und unerfahren war, gröneten die Besten weit und breit diese Schule, zwei Hexen, zwei Zauberer. Einer war verschlagen und einer mutig, in Streit entbrennen sollten sie, eine vom brillanten Geist, die andere gütig. Ihre Tochter hat dem Baron versprochen, sie. Wenn ich meine Geschichte neu schreiben könnte, wäre es vielleicht die eines strahlenden Helden in glänzender silberner Rüstung, eines Mannes, der mit Geschick und Größe seine Untergebenen geführt und beschützt hätte. In meiner Geschichte kämpfe ich nicht gegen einen Drachen. Ich ziehe in keinen Krieg. Und ich rette auch nicht die Jungfrau in Nöten, falls sie vor mir überhaupt in Not gewesen wäre. Ich würde alles geben, um der Held zu sein. Der Held, der ich bei sie hätte sein wollen. Stattdessen besprengt ihr Blut meine Brust und mein Umhang. Ein silbernes Mahnmal meiner Schuld. Eiserne Ketten besperren mich. Ihre Rasseln züchtigt man in jeden Schritt. Es ist weniger, als ich für meine Tat verdiene. Unsere Geschichte hätte ein Märchen sein können. Ich wünschte, sie wäre ein glückliches Märchen gewesen. Aber sie ist eine tragische Mär. Ich wünschte, ich könnte Helena den Frieden geben, den sie verdient, und sie nicht mit meiner bloßen Existenz auch noch in Tode martern. Ein grausames Los der Götter hat uns beide zurück an diesen Ort geschickt und zusammen an diesen Ort gebunden, wo wir bis in alle Ewigkeit verweilen müssen. Nein, kein Los. Es war der Blutzauber auf meinem Dolch. Rowena Ravenclaws verfluchter Dolch. Ich habe uns beide verdammt. Ach, Helena. Ich würde dir meine Seele geben, auf dass du sie vergiften kannst. Mein Herz, auf dass du es zerreißen kannst. Wilde, kaltblütige Rache mögst du über mich bringen, dass ich dich nicht in Frieden ruhen lasse, nachdem ich dich schon nicht in Ruhe leben lassen konnte. Wenn ich die Augen schließe und in diesen Wald zurückkehre. Wut, heiß, brennend, verzerrt mich, durchströmt, wie Feuer kochend. Mein Puls, schneller, laut, das Blut rauscht in meinen Ohren. Warum, Helena, warum wolltest du nicht mit mir kommen? Helena, so schön in Blau, Blau, blaues Blut, Blut, Blutrot, Rot, ich sehe rot. Niemand weist mich zurück. Wenn sie nicht hören will, muss sie fühlen. Klingen, klirren, Klingen kreuzen. Sie hatte mich fair besiegt. Mein Stolz. Wie konnte ich nur? Helena, Helena, Helena. Sie ist hier, verfolgt mich in Gedanken. Würde sie sich nur an mich rächen, würde sie mich nur für sie durch die Hölle gehen lassen, ließe sie mich nur im Feuer brennen. Süße Folter ertrüge ich lieber als die kalte Schulter. Helena, 1000 Jahre seit dem ersten Tod auf diesem Grund. Dort hinten schwebt sie, dort am Grab ihrer Mutter. So nah,
Ich muss gehen. Junge Liebe ist von solch süßem Schmerz. Für Helena entbrannte früh des Barons Herz. Sie zu befreien war sein Begehr. Sie weigerte sich rasch und kalt. Der Baron allein ritt zurück in den Wald. Kehrt um, doch Helena setzt sich zur Wehr. So nah vom See ertönen die Schreie. Ein Mädchen steigt in die Luft mit ausgestreckten Armen. Wind umhüllte ihre Gestalt, fegte durch das blonde Haar. Und dann ließ sie einen spitzen Schrei los. Schrill und immerwährend. Professor Snape, es ist meine Pflicht, Professor Snape zu informieren. Blut und ewige Qual waren sein Lohn. Hausgeist von Slytherin, der blutige Baron. Eine verfluchte Halskette, das arme Mädchen. Sie würde überleben. Das war nicht immer gegeben, wenn man mit einem schwarzmagischen Artefakt in Berührung kam. Auch nicht, wenn man mit den dunklen Künsten spielte. Jeder der Gründer hatte irgendwann den Preis für die Magie gezahlt, die sie in Hogwarts gesteckt hatten. Heute beschönigte man diese Dinge als alte Magie. Das Wissen war verloren gegangen. Zumindest war das die weit verbreitete Meinung. Keiner kam auf die Idee, Geister zu befragen, die in diesen Künsten noch nicht unterrichtet wurden. Es war besser so. Es war der Grund, warum Helena als Geist am Grab ihrer Mutter stand. Helena war wieder auf der Insel. Ob sie dieselbe Melancholie verspürte? War es das, was sie immer wieder ans Grab zog? Ich konnte sie vom Ufer aus sehen, von der knorrigen Eiche aus, unter der ich stand, wo die Schüler im frühen Sommer und im Herbst gerne ihre Freizeit verbrachten. Ein leises Trällern kündigte mir an, dass Fawkes sich näherte. Der Phönix lebte nicht zum ersten Mal in Hogwarts. Helena hat ihn einmal gesund gepflegt, vor über 1000 Jahren. Heute landet der Phönix nicht auf den knorrigen Ästen des Baumes, bei dem sie steht. Stattdessen lässt er sich auf der alten Eiche am Ufer nieder. Bei mir. Ich betrachte sein Federkleid an der Weile. Versteckt ihr euch vor mir, mein Herr? Helena. My Lady, ich werde gehen. Nein, warte. Helenas Stimme war weich und freundlich. Ich wagte es kaum, sie anzusehen. Doch sie lächelte. Ich hatte ihr Lächeln verinnerlicht, da war ich kaum ein Junge gewesen. Das kleine Grübchen war auch als Geist noch zu sehen. Heute sind es 1000 Jahre, sagte sie leise. 1000 Jahre, seit ich dir dein Leben genommen habe und dich ein grausames Schicksal erleiden ließ. Warum lächelst du? Fragte ich und sah sie verzweifelt an. Ich bin ein Monster. Ich habe dir das angetan, Helena. Ich machte keinen Vorwurf. Wir waren Kinder. Ich habe auch Fehler gemacht. Kinder machen Fehler. Ich war einsam und so stolz und hochmütig. Ich erinnere mich an die Wut in deinen Augen. Ich habe dir vor langer Zeit verziehen. Das konnte nicht sein. Hast du? Warum trage ich dann diese Ketten? Helena sah mich traurig an. Weil du dir selbst nie vergeben hast. Wie könnte ich? Ich habe dich getötet. Ja, und du hast mich geliebt. Du warst verletzt durch meine Zurückweisung. Du hast dich für deine Niederlage geschämt und hattest Angst vor meiner Mutter, wenn du mit leeren Händen zurückkommst. Du hast dich umgebracht, weil du mich geliebt hast. Und ich war zu blind, um es zu sehen. Ich musste als Geist aufwachen, um das zu erkennen. Und ich musste ein Jahrtausend verstreichen lassen, um endlich zuzugeben, dass ich dich liebe. Dass ich dich liebe. Dass ich dich liebe. Dass ich dich liebe. Du liebst mich? Ein verunglücktes Lächeln huschte über ihr Gesicht. So viele großartige Liebesgeschichten haben in diesem Schloss begonnen. Auf eine verquere Weise haben wir Glück, dass wir eine zweite Chance haben. Nach allem, was momentan vor sich geht, frage ich mich, warum wir sie nicht nutzen. Wir haben die letzten 1000 Jahre hier verbracht und wir werden auch die nächsten 1000 Jahre hier sein. Fawkes stimmte eine Melodie an. Ich sah, wie Helena vor mir in einen Knick sank.
Darf ich dich um diesen Tanz bitten, mein blutiger Baron? Ich konnte sie nicht wirklich berühren, doch nahm ihre Hand. Es wäre mir eine Freude, meine graue Dame. Ich bin vielleicht nicht der Held, aber ich bin auch nicht der Bösewicht. Nicht für sie. Und eines Tages, wenn ich nicht nur erkennen, sondern auch verinnerlichen würde, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, würde ich mir selbst vergeben. Und die Ketten werden von mir abfallen. Im besten Falle würde es nicht weitere 1000 Jahre kosten.